Am Tag danach steht die größte mobile Indoor-Achterbahn der Welt still. Die Polizei hat den Höllenblitz gesperrt, nachdem gestern Abend zwei Achterbahnwaggons zusammengestoßen waren. Die meisten kamen mit dem Schrecken davon, aber nicht alle. Gestern Abend, relativ spät, kam es zu einer Betriebsstörung bei einem Fahrgeschäft. Da ist dann nach unserem jetzigen Kenntnisstand ein Waggon, der vordere Waggon, anscheinend auf den hinteren Waggon aufgerollt. Dabei gab es verletzte Personen. Die verletzten Personen glücklicherweise wurden aber alle eben nur leicht verletzt und konnten dann nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Auch der Olympia Looping, übrigens die größte mobile Achterbahn der Welt, hat am Samstagnachmittag ein technisches Problem. Ein Zug blieb stehen. Etwa 20 Fahrgäste mussten über Leitern heruntersteigen. Verletzt wurde niemand. Kein sicherheitsrelevanter Zwischenfall, so die Polizei. Der Wiesnchef sieht die Sicherheit der Fahrgeschäfte weiter gewährleistet. Das kann einmal passieren, das sollte nicht passieren. Das passiert auch ganz, ganz selten. Aber natürlich werden wir, bevor wir dieses Fahrgeschäft wieder in Betrieb setzen, uns das ganz genau anschauen oder besser gesagt von fachkundigen Leuten vom TÜV anschauen lassen. Während der Olympia-Looping heute bereits wieder fährt, dauert beim Höllenblitz die Ursachenforschung an. Manuel Rauch auf der Wiesn, wir haben es gerade gehört, es wird noch Ursachenforschung betrieben. Gibt es denn immerhin eine Vermutung, warum es zu diesem Unfall beim Höllenblitz kam? Ja, wir haben mit dem betroffenen Schausteller gesprochen, Wilhelm Ottens ist das, und der geht von einem technischen Defekt aus. Mehr kann man im Moment noch nicht sagen. Fest steht, die Personen, die in den Wagen saßen, waren mit Bügeln gesichert. Das hat auch die Polizei bestätigt. Und auch die ermittelt nun eben, wie es zu diesem Vorfall kam. Der Höllenblitz wird jetzt noch mal vom TÜV untersucht. Wie schaut es mit den anderen Fahrgeschäften aus? Gibt es da auch noch mal extra Kontrollen? Nee, also das ist nicht der Fall. Wir haben mit dem Verband der Schausteller gerade auch noch mal frisch gesprochen. Und der sagt ganz klar, alle Fahrgeschäfte, bevor sie hier in Betrieb gehen, werden vollumfänglich geprüft. Natürlich können solche technischen Defekte nie komplett ausgeschlossen werden. Aber die Fahrgeschäfte sind geprüft. Die anderen Attraktionen hier betrifft das also nicht. Und wie gesagt, der Höllenblitz, bevor der dann in Betrieb geht, wird er auf jeden Fall noch mal vom TÜV geprüft. Unser Reporter Manuel Rauch live von der Wiesn. Vielen Dank.